Nachdem ich nicht so gut mit Fußballern reden kann, habe ich einen extra Dolmetscher mitgebracht. Man erkennt mich eins Kranke, so hat alle bei mir gespielt, was soll ich sagen. Sehr gut, danke. Ja, wir haben da mal eine Proforma-Aufstellung gemacht. Der Brünzler hat sich schon beschwert, das ist ein Wahnsinn. Was sagst du dem Brünzler, dass er sich schon beschwert hat? Ja, der glaubt, der kann Witz machen, das ist ernsthaft. Ja, keine gerade Witze, braucht man nicht. Genau, also du bleibst da in der Innenverteidigung. Nein, also wir fangen einfach mal so an. Brünzler, Gretschi in der Innenverteidigung. Bayer ist überraschenderweise Tormann. Hans Krankl, ist eine Freude, dass wir heute dich hier haben. Ja, es freut mich auch extrem. Ich habe selber hier gespielt. Wunderbare Zeit, meine, ist wunderbar. Was bewegt dich dazu, dass du heute hier mitmachst? Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, das sind meine Buben. Ich habe sie zu Teamspielern gemacht oder die, die was mit mir gespielt haben. Die sind groß geworden. Der Helge ist der beste Tormann nach wie vor in Österreich. Trainer, wieso spiele ich im Tor heute? Weil du der Größte bist für mich. Du bist ein überragender Mensch. Ich weiß nicht, was heute los ist, du, aber normalerweise bist du der Größte für das mich. Das haben immer alle gesagt, ich bin's klar. Ja, ich nicht. Ich habe gesagt, das ist in Ordnung. Der Helge, für mich bist du immer der Beste. Auch wenn du bei den Kalamari gespielt hast, da in danke, Griechenland. Aber jetzt bin ich wieder gewachsen. Danke ja, vielmals. So motiviert ein Hans Krank, ich hab's gesehen, so funktioniert das. Wie groß der geworden ist, durch mich. Bravo, Helge. Das ist super. Das heißt, für dich gibt es heute eigentlich nur Sieg? Sicher, alles andere ist primär. Das ist ganz klar. Was hältst du davon, dass hauptsächlich Schüler das auf die Beine gestellt haben? Ja, Kompliment. Der eine Schüler, der da mitverantwortlich war, den kenne ich schon sehr lange, der ist bei uns in der Torwartschule. Super organisiert. Ja, hätte ich nicht geglaubt, dass das so toll funktioniert. In allen Zeitungen gewesen, in allen Medien. Hut ab, gratuliere an die Schüler. Man ist ja gewohnt von dir, dass du das Spielen sehr ernst nimmst. Wirst du heute Tore halten oder eher Tore reinlassen? Wo hast du das gelesen, dass ich Spiele sehr ernst nehme? Naja, man sieht dich ja im Fernsehen. Na, heute geht es nicht ums Spiel, heute geht es nicht um gut zu sein oder um schlecht zu sein, heute geht es, dass viel Geld zusammenkommt für die Kinder. Alles andere ist, wie du heute schon gesagt hast, primär. Ich wusste gar nicht, dass das schon mal gegeben hat. Ich finde nur die Idee unglaublich gut, dass so eine Klasse ein Matura-Projekt macht, das eben mit einem sozialen Event zu tun hat oder sozialen Veranstaltung. Und wenn ich dann schaue, dass so ein Helge Bayer sich da wirklich voll einhaut und dass er Frankie Schinkels kommt und dass der Roman Melich kommt und der Kurt Gager und um nur einige zu nennen, der ZIP-Moderator, der Herr Hasi war, also ich finde das sensationell und man muss den Hut ziehen, weil die ich weiß jetzt gar nicht, ist das Mädchen und Burschen oder sind das nur ein paar, die das machen? Ich weiß gar nicht jetzt. Ich kenne nur den Max Reiter und der macht mir einen sehr tüchtigen Eindruck. Gehört, du bist heute zu spät gekommen. Ja, wie immer, Rainer Hasi war zu spät. Dankeschön nochmal. Ja, danke. Wir laden uns nachher ein. Dankeschön. Ja, passt. Ja, komm her. Auf ein Eigentor. Hast du noch fertig die ZIP moderiert? Naja, das noch nicht, aber ich muss heute arbeiten noch. Das heißt, ich habe zumindest versucht, ein paar Zeitungen zu lesen, damit ich halbwegs weiß, was heute bisher passiert ist. Aber du bist schon top motiviert, was heute angeht. Naja, ich glaube, ich bin der einzige Nicht-Kicker in dem Team. Und ich glaube, ich bin der einzige, dem das Ergebnis eher egal ist. Aber wir werden uns natürlich eine haben. Wenn man Vater ist von 5 Kindern, Großvater von 4 Enkeln, selber haben wir mit einem Enkelin ein bisschen Probleme. Wir wissen, was es ist, wenn nicht alles so gesund läuft. Deswegen ist es ganz normal, dass ich da bin und dass ich jede Minute frei nehme, dass ich mitspende und mittue. Und für so eine tolle Organisation hat sogar der liebe Gott schaut runter auf uns mit ein bisschen Sonnenstrahlen. So. Die Organisator, die Jungs, die Jugend, die das organisiert, Kompliment. Für den guten Zweck gibst du alles? Ja, ich meine, das, was ich jetzt mache, ist ja
nicht besonders. Ist nicht so, dass man das im Vordergrund drängen müsste. Ich spiele da halt Fußball, das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe. Das ist jetzt für mich nicht so ein großer Aufwand. Also den Veranstaltern gebührt viel mehr Lob. Also die sind die wahren Helden dann, wenn es um das geht. Wenn wir dann noch Kindern helfen können, ist ja logisch, dass ich dabei bin. Jeder Cent und diese Unterstützung ist wirklich großartig. Also wir waren vorher, glaube ich, kann ich sagen, sehr aufgeregt. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und ich bin jetzt höchst zufrieden, sehr happy. Jetzt müssen wir noch schauen, was die Spendensumme ausmacht, aber ich bin sehr optimistisch. Aber ich finde, besser hätte es nicht laufen können. Das Wetter hat gehalten, 4-4, Elfmeterschießen für die Schule, ein Traum. Also ich sag, ja. Was sagst du, Max, als Projektleiter? Ja. Wirklich gut. Hätte man nie einen Traum so vorstellen können, dass es so groß wird und dass es so super wird. Man, so super Stimmung, super Leute. Prominenten auch ein großes Dankeschön, weil sie wirklich da waren und uns wirklich geholfen haben. Alle kostenlos wirklich kommen, sind super Leute, sind dabei und von den Spielern auch, von den Schülern auch ebenfalls und die Lehrer eben auch, dass sie sich zur Verfügung stellen für sowas. Ist auch nicht immer selbstverständlich. Finde ich wirklich eine super Idee und St. Anna Kindergeldforschung, hurra! Gute Nacht!